Hasse Strache hat die FPÖ 2013 zu einem großen Triumph geführt. Die Menschen im Land wollen Veränderung. Rot und Schwarz haben damals nichts gelernt. Nach 5 verlorenen Jahren für Österreich machen sie weiter wie bisher. Die Bürger werden im Regen stehen gelassen, Wahlversprechen werden gebrochen. Auch der EU-Beitritt 1995 hat den Österreichern eine Serie gebrochener Versprechen beschert, die sich bis heute fortsetzt. Und heute, 19 Jahre nach dem Beitritt, ist die EU ein zentralistischer Moloch, der Stück für Stück die Souveränität der Nationalstaaten abschafft. Der Euro hat nicht nur den Schilling ersetzt, wir müssen ihn auch immer wieder mit 9 Milliarden retten. Die FPÖ ist die einzige Partei, die sich auch in Brüssel für die Österreicher einsetzt. Wir wollen unsere Kompetenzen und unsere Souveränität zurück. Wir wollen in Österreich darüber abstimmen, was für uns in Österreich am besten ist und nicht das, was uns in den Schulkarten vorgeht. Die europäischen Freiheitsparteien, die patriotischen Kräfte, auch zusammenarbeiten. Wir sind die letzte Hoffnung der europäischen Völker. Wir sind die letzte Hoffnung dieser Völker vor ihrer kulturellen, ethnischen und sozialen Auslöschung. Das muss uns klar sein. Wir wollen zurück unsere Demokratie. Wir wollen zurück unsere Souveränität. Wir wollen zurück die Möglichkeit, in unserem gewählten Parlament Entscheidungen für Österreich wieder souverän treffen zu dürfen. Das ist neben der Bürokratie, neben dem Zentralismus, der weitere Fluch der real existierenden EU, dass hier die Konzerninteressen diktieren. Interessen von Konzernen multinationaler Art, die Gewinnmaximierung über alles stehen, die überhaupt keine Bindung mehr haben zu Völkern, zu Menschen, zu Regionen, sondern nur mehr dort agieren, wo am meisten Geld zu verdienen ist. Wir wollen keinen zentralistischen europäischen Bundesstaat, wo heute Brüssel irgendwo ein zentralistischer Moloch sein soll in Zukunft und unsere Souveränität in Österreich geopfert werden soll. Nein, wir wollen ein föderales Europa. Österreich! 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 Auslöschung. Das muss uns klar sein. Wir wollen zurück unsere Demokratie. Wir wollen zurück unsere Souveränität. Wir wollen zurück die Möglichkeit, in unserem gewählten Parlament Entscheidungen für Österreich wieder souverän treffen zu dürfen. Das ist neben der Bürokratie, neben dem Zentralismus, der weitere Fluch der real existierenden EU, dass hier die Konzerninteressen diktieren. Interessen von Konzernen multinationaler Art, die Gewinnmaximierung über alles stehen, die überhaupt keine Bindung mehr haben zu Völkern, zu Menschen, zu Regionen, sondern nur mehr dort agieren, wo am meisten Geld zu verdienen ist. Wir wollen keinen... Auch der EU-Beitritt 1995 hat den Österreichern eine Serie gebrochener Versprechen beschert, die sich bis heute fortsetzt. Heute, 19 Jahre nach dem Beitritt, ist die EU ein zentralistischer Moloch,
der Stück für Stück die Souveränität der Nationalstaaten abschafft. Der Euro hat nicht nur den Schilling ersetzt, wir müssen ihn auch immer wieder mit 9 Milliarden retten. Die FPÖ ist die einzige Partei, die sich auch in Brüssel für die Österreicher einsetzt. Wir wollen unsere Kompetenzen und unsere Souveränität zurück. Wir wollen in Österreich darüber abstimmen, was für uns in Österreich am besten ist und nicht das, was uns in den Karten vorgeht. Die europäischen Freiheitsparteien, die patriotischen Kräfte auch zusammenarbeiten. Wir sind die letzte Hoffnung der europäischen Völker. Wir sind die letzte Hoffnung dieser Völker vor ihrer kulturellen, ethnischen und sozialen. HC Strache hat die FPÖ 2013 zu einem großen Triumph geführt. Die Menschen im Land wollen Veränderung. Rot und Schwarz haben damals nichts gelernt. Nach 5 verlorenen Jahren für Österreich machen sie weiter wie bisher. Die Bürger werden im Regen stehen gelassen, Wahlversprechen werden gebrochen. Das muss uns klar sein. Wir wollen zurück unsere Demokratie. Wir wollen zurück unsere Souveränität. Wir wollen zurück die Möglichkeit, in unserem gewählten Parlament Entscheidungen für Österreich wieder souverän treffen zu dürfen. Das ist neben der Bürokratie, neben dem Zentralismus der weitere Fluch der real existierenden EU, dass hier die Konzerninteressen diktieren. Interessen von Konzernen multinationaler Art, die Gewinnmaximierung über alles stehen, die überhaupt keine Bindung mehr haben zu Völkern, zu Menschen, zu Regionen, sondern nur mehr dort agieren, wo am meisten Geld zu verdienen ist. Wir wollen keine... Auch der EU-Beitritt 1995 hat den Österreichern eine Serie gebrochener Versprechen beschert, die sich bis heute fortsetzt. Heute, 19 Jahre nach dem Beitritt, ist die EU ein zentralistischer Moloch, der Stück für Stück die Souveränität der Nationalstaaten abschafft. Der Euro hat nicht nur den Schilling ersetzt, wir müssen ihn auch immer wieder mit 9 Milliarden retten. Die FPÖ ist die einzige Partei, die sich auch in Brüssel für die Österreicher einsetzt. Wir wollen unsere Kompetenzen und unsere Souveränität zurück. Wir wollen in Österreich darüber abstimmen, was für uns in Österreich am besten ist und nicht das, was uns in den Karten vorgeht. Die europäischen Freiheitsparteien, die patriotischen Kräfte auch zusammenarbeiten. Wir sind die letzte Hoffnung der europäischen Völker. Wir sind die letzte Hoffnung dieser Völker vor ihrer kulturellen, ethnischen und sozialen. Strache hat die FPÖ 2013 zu einem großen Triumph geführt.
wollen Veränderung. Rot und Schwarz haben damals nichts gelernt. Nach 5 verlorenen Jahren für Österreich machen sie weiter wie bisher. Die Bürger werden im Regen stehen gelassen, Wahlversprechen werden gebrochen. Wir sind die letzte Hoffnung dieser Völker vor ihrer kulturellen, ethnischen und sozialen Auslöschung. Das muss uns klar sein. Wir wollen zurück unsere Demokratie. Wir wollen zurück unsere Souveränität. Wir wollen zurück die Möglichkeit, in unserem gewählten Parlament Entscheidungen für Österreich wieder souverän treffen zu dürfen. Das ist neben der Bürokratie, neben dem Zentralismus und der weitere Fluch der real existierenden EU, dass hier die Konzerninteressen diktieren. Interessen von Konzernen multinationaler Art, die Gewinnmaximierung über alles stehen, die überhaupt keine Bindung mehr haben zu Völkern, zu Menschen, zu Regionen, sondern nur mehr dort agieren, wo am meisten Geld zu verdienen ist. Wir wollen keinen zentralistischen europäischen Bundesstaat, wo heute Brüssel irgendwo ein zentralistischer Moloch sein soll in Zukunft und unsere Souveränität in Österreich geopfert werden soll. Nein, wir wollen ein föderales Europa. Österreich! 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 Der EU-Beitritt 1995 hat den Österreichern eine Serie gebrochener Versprechen beschert, die sich bis heute fortsetzt. Und heute, 19 Jahre nach dem Beitritt, ist die EU ein zentralistischer Moloch, der Stück für Stück die Souveränität der Nationalstaaten abschafft. Der Euro hat nicht nur den Schilling ersetzt, wir müssen ihn auch immer wieder mit 9 Milliarden retten. Die FPÖ ist die einzige Partei, die sich auch in Brüssel für die Österreicher einsetzt. Wir wollen unsere Kompetenzen und unsere Souveränität zurück. Wir wollen in Österreich darüber abstimmen, was für uns in Österreich am besten ist und nicht das, was uns in den Demokraten vorgeht. Die europäischen Freiheitsparteien, die patriotischen Kräfte, auch zusammenarbeiten. Wir sind die letzte Hoffnung der europäischen Völker.